Nakavasini, du hast das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, erstmal vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung auf der Europa-WDK. Es war echt ein toller Moment, da vorne zu stehen und ganz aufgeregt meine Rede zu beginnen und dann die sächsischen Delegierten in den ersten Reihen zu sehen. Und ihr habt so richtig Stimmung gemacht und habt als ganz kleiner Landesverband die gesamte WDK angeheizt. Also vielen, vielen Dank dafür. Es freut mich so sehr, dass dieser Parteitag in meiner alten Heimatstadt Chemnitz stattfindet. Hier an dieser Uni habe ich Europastudien studiert. Und wie ihr seht, ist das eine Leidenschaft, die mich bis heute nicht mehr losgelassen hat. In den letzten Monaten wurde viel über Chemnitz geschrieben. Es ist viel in Chemnitz passiert. Und an dieser Stelle möchte ich eines sagen. Für mich ist Chemnitz auch der Ort, wo ich meine Begeisterung für Europa entdeckt habe. Mit meinen internationalen Kommilitoninnen als das Tor zu Tschechien, zu Mitteleuropa. Und somit auch als ein Ort, wo die europäische Einigung gelebt wird. Und liebe Freundinnen und Freunde, dieses offene, europäische Chemnitz, das ist es doch, was die Mehrheit der Menschen hier will. Und an deren Seite stehen wir Grüne. Ja, damals waren wir nur eine Handvoll Leute bei der neu gegründeten Grünen Jugend Chemnitz. Und jetzt hat der Kreisverband einen Mitgliederzuwachs von über 25% im letzten Jahr. Das ist echt Wahnsinn. Das ist auch euer Verdienst hier vor Ort. Und ich bin übrigens das 160. Mitglied geworden seit letztem Mittwoch wieder hier in meiner Heimatstadt Chemnitz. Ja, die Green Wave, die grüne Welle, kommt langsam auch in Sachsen an. Die Grünen sind gerade stärkste Kraft in Belgien. In Frankreich sind sie fast gleich auf mit den Konservativen. Und sie starten richtig durch in Finnland und in der Regierung in Luxemburg. Die grüne Welle ist ein wirkliches europäisches Phänomen. Und warum ist das so? Das ist so, weil die Leute 3 Monate vor der Europawahl merken, wie wertvoll die europäischen Errungenschaften sind. Wir können überall leben und arbeiten. Die Unionsbürgerschaft, offene Gesellschaften und überhaupt eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und wir Grüne machen diesen Menschen ein politisches Angebot und sagen ganz klar, wir wollen ein Europa, das für alle Menschen da ist. Wir wollen Europas Versprechen erneuern, denn unsere Zukunft ist Europa. Ja, denn die europäische Einigung, sie ist leider nicht in Stein gemeißelt. Das Brexit-Referendum war ein Sieg der Nationalisten. Die Rechten haben es geschafft, und das mit falschen Versprechen. Aber sie haben es auch geschafft, weil es zu wenige dort gab, die sich mit Leidenschaft für Europa eingetreten sind. Und in Österreich, in Polen, in Ungarn, in Deutschland, gerade auch hier in Sachsen, da wollen die Rechten Europa zerstören. Aber das lassen wir nicht zu, liebe Freundinnen und Freunde. Wir kämpfen in den nächsten Monaten Seite an Seite mit unseren Schwesterparteien überall in Europa gegen Hass und Angstmacherei und für die Europäische Union, für eine enge Zusammenarbeit über alle Grenzen hinweg. Denn Nationalismus heißt Spaltung durch Kleinstaaterei und Europa bedeutet Stärke durch Zusammenhalt. Und genauso, wie wir leidenschaftlich für Europa kämpfen, so ehrlich reden wir Grüne auch darüber, was falsch läuft. Ja, warum sind denn so viele Menschen unzufrieden mit vielen europäischen Entscheidungen? Das liegt auch daran, dass eine große Koalition des Status quo echte Reformen in Brüssel verhindert. Ein komplettes Verbot vom Bienenkiller Glyphosat, CDU und CSU verhindern das. Mehr Steuertransparenz, sodass Unternehmen endlich ihren fairen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Die Bundesregierung, die stimmt im Rat dagegen und zögert die Digitalsteuer um Jahre hinaus, obwohl die SPD sagt, sie sei für mehr Steuergerechtigkeit. Und die vielen Schülerinnen und Schüler, die jeden Freitag überall in Europa auf die Straße gehen, die zeigen uns, was auch noch schiefläuft in Europa. Diese Jugendlichen, die haben Angst davor, in einer überhitzten Erde zu leben. Und Deutschland als größter Mitgliedstaat der Europäischen Union bricht ständig die EU-Klimaziele.
Die CDU, die brandmarkt die jungen Leute als Schulschwänzer und killt mal eben das eh schon schwache Klimaschutzgesetz. Und die SPD, die hält ihre Hand in Brüssel schützend über die deutsche Autoindustrie. Das kann doch nicht sein, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn wir die Klimakrise abwenden wollen, dann kann es kein Aufschieben mehr geben, keine warmen Worte. Wir brauchen endlich Taten. Wir brauchen eine europäische Klimaunion und eine europaweite Energiewende. Und das gibt es nur mit starken Grünen. Und genau deshalb ist es so wichtig, in den nächsten Monaten auf die Straße zu gehen und immer wieder zu sagen, geht wählen, liebe Leute. Es macht einen himmelweiten Unterschied, wer im Europaparlament sitzt. Wir sind es, die ein ökologisches Europa wollen. Eines, das sich um die Bienen genauso kümmert wie eine CO2-Steuer. Ein gerechtes Europa, in dem soziale Mindeststandards überall in der EU gelten und nicht nur in Sonntagsreden beschworen werden. Und ein humanes, werteorientiertes Europa, das niemanden im Mittelmeer ertrinken lässt. Damit ziehen wir in den Wahlkampf, denn Grün macht den Unterschied. Ich kann euch nur bitten, macht mit bei unserer Europawahlkampagne. Ladet mich und auch Holger Haug oder Reinhard Bütikofer oder die anderen Kandidierenden ein. Wir sind wirklich für jede spannende Europaaktion zu haben. Lasst uns zusammen den Menschen hier in Sachsen zeigen, dass Europa auch ganz viel mit ihnen zu tun hat. Die Freiheit, überall hinzureisen und zu leben und zu studieren. Hohe Verbraucherschutzstandards, Datenschutz, starke Regeln gegen Diskriminierung, Fördergelder. Das kommt jedem Menschen hier auch in Sachsen zugute. Wir Grüne, wir sind proeuropäisch, mit Leidenschaft und wir haben einen klaren Kurs für eine bessere EU. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen.